Ah, ich muss jetzt erstmal wieder hier laufen, laufen. Raufen. Ich muss laufen zum Raufen. Ich muss erstmal ins Dunkle. Du warst schon wieder ein Enderman. Oho, ich bin im Dunklen. Aber ganz ehrlich, bei mir hier spawnt nicht so viel, ey. Das ist doch zum... Na, vermutlich alles gut ausgehellt, ne? Ja, aber auch die dunklen Stellen, die daneben sind... Irgendwie da wollen komischerweise... Sie da wollen sie nicht. Alter, gar nichts hier. Was soll denn der Rotz? Ich beschwere mich bei Räuber Hotzen. Potz. Gut, dass er nochmal die Kurve gekriegt hat. Ich wollte erst einen anderen Namen sagen. Bei wem wolltest du dich beschweren? Bei Räuber Hotzenfotz. Aber ich habe nochmal eben die Kurve gekriegt und habe natürlich nicht Räuber Hotzenfotz gesagt. Räuber Hotzenfotz habe ich nicht gesagt. Alter, das Let's Play verkommt. Nein. Habe ich jetzt in der Zukunft gesprochen? Das Let's Play ist verkommen. Oh, 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 ich vergesse immer Essen. Die Melonen halten natürlich auch nicht so lange an, aber dafür halt schnell gemacht und günstig. Alter! Creeper hinter mir, ich hab's nur zischen gehört. Der hat sich als Birke verkleidet, der Sack. Ich hab ihn aber trotzdem erkannt. Der ist von der Bundeswehr. Er ist von der Bundeswehr. Da! Hammer! Also hier, Raidens Grundmauern, die mögen die Monster, ne? Naja. Zack, schon wieder hier einer gewesen. So, jetzt gehe ich mal hier ein bisschen her. Hallo, lauf, schnell! Schneller! Schneller! Ein Enderman! Zwei Enderman! Enderman! Jawoll! Und ich habe auch eine Enderperle gekriegt. Und ein Jockey, ein Jockey. Wie geil ist das denn? Alter, ich habe einen Jockey gekillt. Also auf einer Spinne? Ja, ein Skelett auf der Spinne. Geil. Alter, aber ich glaube, hier ist noch irgendwo der eine Enderman. Das hört sich hier irgendwie so an. Alter, das ist ja auch geil. Das sah auch cool aus, ey, mit dem Jockey. Der stand hinter der Stegels plötzlich ein Creeper, so wie es sich angehört hat. Ja, er stand hier. Ah ja, dann war das ja aber mehr Freude jetzt von ihm gewesen. Ich hatte Besuch. Eben, dich hat mal einer besucht, ist das nicht schön, dass du das auch nochmal erleben darfst? Tante Creepy. Alter, das kann doch nicht sein. Jetzt aber. Alter, ist immer Schofel, zwei Creeper nebeneinander, aber ich hab's hingekriegt, die sind nicht explodiert. Somit habe ich die XP bekommen. Ich bin Ende Level 28. Aber hier ist schon wieder nichts. Da hinten ist was. Hier bei weit mir. Weg. Scheiße, ich will nicht durchs Wasser. Durchs Wasser gehen ist immer kacke. Skelett. Skelett. Alter. Ich mach erstmal das Skelett. Stirb, du Luder. Also ich hab hier auch ein Skelett stehen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier voll eine Ruhe. So, Level 29. Level 29. Level 5. Alter, stirb. Ich muss essen, ich muss essen, ich muss essen. Ah, oh, komm schon, komm schon, komm schon. Und weiter, 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 weiter geht's. Da hinten sind noch Skelette. Ihr werdet alle sterben. Oh Gott, hier ist ja alles voll. Ganz ehrlich, in der Wüste sind echt mehr Monster. Ach, bist du gerade in der Wüste unterwegs? Ja, das zeigt sich hier auch wieder. Immer wieder in der Wüste sind mehr Monster. So. Auch alle tot. Alter! Scheiß Creeper. Wie ich das hasse, wenn du die nicht siehst und die sind auf einmal hinter deinem Rücken. Und dann explodieren die. Ja, ja, diese Frechdachse. Ja. Creeper! Schon wieder bei dir? Ja. Zick-Zack-Taktik. Ran ans Skelett. Ich glaube aber, das war Kreiskraft gewesen, ne? Ist dann Creeper gerade bei dir explodiert? Nein, erst jetzt. Nee, bei mir. Ah, okay, dann war es doch bei Steglitz. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu weit weg, dass ihr das hört.
Alter Falter. Ein Creeper. Alter, das ist doch... Mein Schwert ist noch zu stumpf. Mein stumpfes Schwert hat mir mein Leben erschwert und ich habe Level 30 geschafft. Genial. Dann werde ich gleich ein Buch verzaubern und hoffen, dass da was mit Schärfe bei rauskommt. Weil ich lege mein Schwert nicht noch einmal direkt in den Zaubertisch rein. Weil dann kriegst du nachher wieder, weißt du, hier Rückstoß und so eine Scheiße drauf. Und dann ist das Schwert eigentlich schon wieder nicht mehr nutzbar. Schon wieder ein Jockey? Ich werde bekloppt. Was hab ich denn hier fort für ein Glück? Vielleicht ist da so ein Jockey-Spawner direkt unter deinen Füßen. Ist hier ein Pferdeturnier oder was? Ein Reitturnier? Habe ich was verpasst? Oh. Alter, jetzt geht's hier aber ab, ey. So, komm, du kriegst auch nochmal dein Fett weg, du Luder. So, und jetzt happa happa schnell. Raiden, bist du auch noch im Kampf? Nee, ich bin hier dabei, meine Zähne zu ziehen. Ach so. Oh. Also ich habe hier keine Gegner. Keine Gegner? Nee, also es ist halt ein super Zeichen dafür, dass es hier prima ausgeleuchtet ist. Ja, das stimmt. Und so soll es auch sein. Geil. Und ich habe hier viele Gegner und das ist ja das, was ich auch möchte. Warum war dieser Erfahrungspopel gerade nicht da? Oh nee, kein Fall gezaubert. Okay, da hinten lag auch noch ein Erfahrungspopel. Jetzt aber, ich hab ihn. Da hinten ist noch ein Skelett. Ach, Skelett-Creeper meine ich. Scheiße, der ist explodiert. Zombie. Steglitz, du bist auch in der Schlacht, ja? Ja. Was gibt's denn? Schwein? Nee, Zombies. Oh, ein Fleischer. Oh. Zombies am Spinne. Spieß? Ja. Eine Spinne. Ganz viele Creeper. Jo, ich habe auch hier gerade eine Spinne gehabt. Und die nächste Spinne. Oh, 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 oh. Nicht schon wieder sterben, nicht schon wieder sterben. Nein. Wieso lässt du dich denn immer töten? Ist das jetzt irgendwie eine neue... Ist das heute modern? Suizid? Nee, nee, nee. Ach da. Okay. Armer. Der hat schon ein bisschen Mitleid. Hier sind jetzt schon wieder hell. Auf dem Boden. Also, da liegen meine Sachen. Aua, wir schießen da. Und sind bei dir so viele Skelette? Ja, ausgerechnet da auch, wo mein Wohnzimmer irgendwann sein soll. Ach, scheiße. Die Jagdsaison ist schon wieder abgeschlossen. Es wird hell. Keine Pfeile. Kacke. Zum Glück. Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, da ist noch einer. Wunderbar. Hoffentlich bekomme ich gleich einen geilen Zauber. Nein! Oh, ein Mann. Skelett mit Brille. Auch witzig. Hatte ich auch gerade gehabt. Der sieht aus wie so ein State Highway Patrol. Ja. Cop aus. Ja, richtig. Ganz genau. Ganz genau. Das war gut beschrieben. Alter, es ist hell. Und die Wüste war gerade voller Blut. Die Wüste tränkte sich mit Blut voll. Man konnte eine Matschepampe-Burg damit bauen. Hast du noch Wasser ausgekippt oder Matschepampe? Genau. Also ich will jetzt nicht künstlich die Stimmung hochdrehen, ne? Aber Matschepampe. Oh nee. Nein, nicht die Matschepampe. Hilfe! Nee. Alter. Auf mein Haus war gerade ein Skelett drauf und aha. Muss beim letzten jetzt? Schlag musste der unbedingt runterfallen und den ganzen Erfahrungspopel auf dem Boden. Ganz unten. Oh, oh, oh. Das ist natürlich echt ärgerlich, ne? Ach, das nicht. Vor allen Dingen, das Skelett ist echt mutig, ne? Das weiß ja nicht, wie instabil dein Haus gebaut ist von der Statik, ne? Mit diesen zwei Stellen. Hat aber gehalten. Der wiegt wohl nichts. Hat aber gehalten, wiegt wohl nichts. Der war gut. Er ist sofort, hat aber gehalten. So scheiße ist es nicht.
Okay, dann will ich mal wieder ab nach Hause. Und dann werde ich jetzt den Tisch machen. Auf der geilen Terrasse. Dieses kleine Miststück. So. Hauptsache, ich falle nicht in irgendwelche Löcher rein, wo ich gerade herlaufe. Muss man eigentlich die Erde da, wo man Melone pflanzt, auch vorher bearbeiten? Ja, Acker. Okay. Die Stauden musst du auf den Acker setzen. Da brauchst du dann diese Hoe. Diese Hoe. Oder Hake heißt es hier in Deutsch. Achso, ich könnte eigentlich auch hierher gehen. Ich habe ja nicht alles dabei, um den Tisch da einzupflanzen. Ich pflanze jetzt Tische ein. So, pass auf. 1, 2, 3. Ach du Scheiße. 4, 5. Alter, gut, dass ich mehrere Pistons gemacht habe. Der Tisch wird 5 breit oder lang. Alter, da brauche ich ja schon einiges. Gell? Wenn es 5 breit werden soll. Also 5 mal 5 oder? Nee, 5 lang nur. 5 mal 1. Jetzt muss ich hier wieder. So, jetzt brauche ich Redstone-Lampe. Ach Quatsch. So. So. Und so. Und jetzt kommen die Pistons. Raiden ist wieder voll konzentriert bei der Arbeit. Ja, ich mache mir jetzt gerade so eine Hake. Ha! Und bei mir ist der Tisch fertig. Geil! Sieht aber hier aus wie so eine Sense. Ja, ja, richtig. Genau, sieht aus wie so eine Sense. Ja, ja. Texturenpack. So. Also ich werde jetzt anfangen, Melonenfeld zu machen. Aber ich brauche erstmal Holz. Ansonsten wird das jetzt gleich nichts. Ja. So. Oh, so, da musste ich mich gerade erstmal ein bisschen räuspern. Jetzt ist meine Stimme auch wieder. Hört sich wieder an wie ein junger Engel. Engelssanft, meine Stimme. Ach, Hallöchen. Hallöchen, Popö. Ach nee, das sollte ich nicht sagen, weil das auch jemand anders sagt immer. Und dann zieht man nachher irgendwelche komischen Vergleiche. Ich weiß wer. Ja. Dabei hat er das nicht erfunden, ne? Muss man dabei sagen. Nur die meisten kennen es jetzt dadurch. Das ist halt eine super Überleitung, muss ich sagen. Ja, ja. Aber das hat, wie gesagt, ne, hat nicht er erfunden, nur, ne, weil er es ständig sagt, ne, und viele hören, meinen die das jetzt. Ah, ich weiß ja gar nicht, von wem das ursprünglich ist. Boah, weil ich, das könnte vielleicht, ich weiß es nicht, könnte auch eventuell von Helge Schneider sein. Hallöchen, Popöchen. Genau. Ja, könnte ich, sein. Ich glaube, das könnte auch von Helge Schneider sein. Das, ja, ja. Würde auch voll zu ihm passen dann. Ja, weil der macht viel von Helge Schneider nach. Viel. So ein Helge-Fanboy, ja? Ja, 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 ja. Aber ich finde Helge Schneider auch total geil. Ich finde ihn auch super. Helge Schneider. Der Helge, doch. Der Helge. Ja, Reinhold. Ja, Helge. Ja, Reinhold. Nee, Helge. Ah, ich glaube, ich habe schon eine Idee. Ich muss nämlich jetzt... Ich werde jetzt wieder einen Kamin bauen. Idee? Kamin, ein Grill bauen. Ein Grill. Da zeige ich dir, was ich will. Mit meinem leckeren Grill. Okay. So, der Grill, der kann ja eigentlich, sollte man schon ein bisschen Abstand halten. Alter, ihr seid aber auch sehr still gerade, ne? Ja, ich bin gerade an der Bewässerung dran, ne? Alter. Geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Das Schweigen im Walde, Teil 1 bis 3, erleben Sie es genau jetzt. Warte, dann bin ich auch ruhig. So, ab jetzt, liebe Zuschauer, das Schweigen im Walde, Teil 7.
So, willkommen in meinem Let's Play. Geil. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Nein. Resident Evil. Nein. Genau, genau. Gehirn. Gehirn. Ja. Jetzt gibt ihm Stieglitz endlich Gehirn. Willkommen im Zombie-Let's Play. Die Zombies sind übrigens die, die nichts sagen die ganze Zeit. Das sind die, die so sehr still sind. Das sind die Zombies. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Was meint er damit? Ich weiß es nicht. So, pass auf. Jetzt erstmal hier massiv bauen, ne? Ich bin massiv. Alter, was hab ich denn? Was mache ich denn?